Da hätte sich die deutsche Nationalmannschaft wirklich keine schwierigere Aufgabe suchen können als die niederländische Nationalmannschaft am ersten Spieltag zur Euro 2020 Qualifikation. Die Aufstellung sehen wir hier einmal: Cillessen im Tor, davor in der Viererkette sehen wir unter anderem Van Dijk, dem München-Schreck, davor die Doppel-6. Offensive Dreierreihe und vorne vor allem Memphis Depay, auf den muss man aufpassen. Bei Deutschland war es das altbewährte 4-3-3 tatsächlich. Viele dachten, die Fünferkette würde von Löw bemüht werden, aber er bestätigte die Aufstellung vom Spiel gegen Serbien. Bis auf Sané, auf den musste man vorsichtshalber verzichten. Das Foul in der Nachspielzeit war einfach zu drastisch. Dafür Gnabry von Beginn an dabei. Und jetzt eine Kontermöglichkeit. Deutschland wieder mit denselben Fehlern und wieder mit derselben Schwäche. Ganz viel Glück in der Anfangsphase. Bergwijn mit dem Schuss, aber Süle hält noch den Fuß dazwischen. Können diese Kontermöglichkeiten für den Gegner nicht abgestellt werden? Deutschland versuchte das Spiel zu machen. Die Chancen kamen aber auf das eigene Tor. Über eine Viertelstunde schon gespielt. Von Deutschland nach vorne zwar viel zu sehen, die Möglichkeit blieb aber aus. Stattdessen die Chancen auf Seiten der Holländer. Das ist Virgil van Dijk mit dem Kopfball. Hatte auch schon gegen Weißrussland getroffen. Da hatten sich die Niederländer ja warm geschossen. 4:0 lautete es da am Ende. Und Deutschland musste sich wirklich Sorgen machen, denn weiterhin nach vorne kaum etwas zu sehen. Die nächste Möglichkeit, Memphis mit dem Abschluss. Und da fehlte diesmal noch weniger. Neuer hätte sich wohl vermutlich auch vergeblich gestreckt. Ein Glück, dass er da nicht eingreifen muss. Dann endlich auch mal die Deutschen nach vorne aktiv. Die in grün gekleideten Gäste machten wirklich nach vorne deutlich zu wenig und sie schafften es nicht, Chancen zu kreieren. Bis zur Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Kimmich kommt nicht durch, legt nochmal rüber und dann ist Cillessen da und muss das erstmal wirklich eingreifen. Und nun war Pause. Ein 0:0 der schmeichelhaften Art und Weise. Glück für Deutschland, dass sie noch nicht in Rückstand waren. Das sollte für den zweiten Durchgang wirklich einfacher und schneller in die Spitze gespielt werden. Ansonsten verklausuliert man sich und steht am Ende wieder mit 0 Punkten da. Aktuell, wie gesagt, dieses 0:0 etwas glücklich. Im zweiten Durchgang wollten sie es dann auch wirklich nach vorne mal bringen, nach vorne gefährlich machen. Die erste Möglichkeit blieb aber aus, weil Julian Brandt hier nicht mehr rankommt an diesen etwas zu weit verlängerten Ball in die Spitze. Aber Jogi Löw hatte scheinbar die richtigen Worte zunächst gefunden. Halzenberg mit der Flanke, der Pfosten von Julian Brandt getroffen und Timo Werner staubt ab. 57. Spielminute, das 1:0 für die Gäste. Nicht verdient, aber so, so wichtig. Vor allem auch mal in Führung zu gehen, nicht schon wieder dem psychologisch negativen Rückstand hinterherlaufen. Ganz wichtig für Jogi Löw und seine Elf. Und dann schüttelten sich die orangenen Holländer einfach mal und dann ging es wieder nach vorne. De Jong an den Pfosten, ähnliche Situation. Und dann staubt diesmal ein anderer ab. Jetzt waren es wieder die Angreifer, die handlungsschneller waren, wie schon beim 1:0. Ist es der Pfostenschuss und dann der Verteidiger jeweils, der zu spät reagiert. Vielleicht auch nicht mehr reagieren kann, da ist Halzenberg in die andere Richtung unterwegs. Und Wijnaldum hält nur noch den Schädel hin und nickt den dann ein. Neuer neben dem Tor geschlagen. Brach Deutschland jetzt ein? Klare Antwort, nein. Sie stabilisierten sich in der Defensive. Dafür leidete wieder das Offensivspiel. Aber auch Holland machte nach vorne nicht mehr ganz so viel. Letzte Minute und nochmal die Deutschen zumindest mit dem Versuch. Aber das hier ist sinnbildlich. Lange brauchen sie, um sich da den Ball hin und her zu spielen. Der Abschluss kommt dann mit etwas Verspätung. Der ist nicht ganz verkehrt, weil er zumindest aufs Tor geht, aber auch kein Problem für Cillessen. Unter dem Strich ist dieses am Ende stehende 1:1 für Deutschland schon als Teilerfolg zu werten. Zu Gast beim wahrscheinlich gruppenstärksten. Ein 1:1 ist doch absolut respektabel. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten bald geht's mit der Bundesliga weiter nach der Länderspielpause. Wir haben es endlich hinter uns. Naja, wir haben es in einer Woche hinter uns. Danke fürs Zuschauen und tschüss.